Hallo Leute und willkommen auf meinem Kanal. Es ist schon sehr lange her, dass ich mal vor meiner Bücher, Spiele, was auch immer, Wand ein Video aufgenommen habe. Und heute ist ein ganz besonderer Tag für mich, denn heute sind 9 Monate rum. Ich habe am 26.12.2014 damit angefangen, Videos aufzunehmen. Und ja, jetzt haben wir 9 Monate später, 26.09. Und da bin ich wieder und dachte mir, ich nutze mal den Tag, um halt wieder ein Video mal in einem etwas umfangreicheren Maße aufzunehmen. Sonst seht ihr mich eigentlich auf meinem Kanal, so wie ihr mich überhaupt seht, immer in meinen täglichen Vlogs. Das mache ich jetzt seit 9 Monaten. Und in 9 Monaten, sagen wir mal zu durchschnittlich 30 Tagen, sind das einfach mal 270 Videos, die ich in letzter Zeit gemacht habe. Die sind zwar immer sehr ähnlich und ich erzähle selten irgendwas Spannendes oder Neues, aber für mich als Zeitdokument oder so wird das irgendwann mal sehr interessant sein, wenn ich in 5 oder 10 Jahren schauen kann auf meinem Kanal, was habe ich denn da eigentlich gemacht und wie habe ich mich da zum Eumel gemacht, manchmal zumindest. Ja, und wie gesagt, heute nutze ich mal die Gunst der Stunde, um die letzten 9 Monate mal rückblickend zu betrachten für mich und vielleicht auch ein bisschen für euch, wer weiß. Ja, was hat sich so verändert in dem letzten Dreivierteljahr? Meine Abonnenten sind hochgegangen. Nicht deutlich, aber immerhin haben sie sich verdoppelt von, ich glaube, knapp 50 auf 100. Die Anzahl der Videos ist natürlich extrem in die Höhe geschossen. Also jeden Tag ein Video zu, naja, zwischen 2,5 und 3,5 Minuten. Das ist schon eine Menge. Und ich habe auch hier und da angefangen, Spielereien aufzunehmen. Also so eine Mini-Reihe Let's Plays oder mein Star Trek Attack Wing Spiel und und. Ich hatte ja in meiner Kanalvorstellung auch erzählt, dass ich ja eigentlich vorhabe, auch über Brettspiele zu reden, über Rollenspielkram, über Serien und. Aber das habe ich irgendwie ja über einen längeren Zeitraum jedenfalls nicht geschafft. Also es ist doch aufwendiger, als sich halt früh mal 2, 3 Minuten hinzusetzen, um was in die Kamera zu sprechen. Weil wenn man dann Spielmaterial davor führen möchte, zeigen möchte, die Raumschiffe und alles Mögliche dazu erzählt, dann ist das halt nicht in unter 5 Minuten abgegessen, sondern dauert dann eher, naja, vielleicht eine halbe bis ganze Stunde. Und dann muss das ja noch bearbeitet werden. Und so ist der Aufwand von Videos, die man selber irgendwie produziert, doch recht hoch. Also hätte ich nicht so hoch eingeschätzt. Und das hatte dann zur Folge, dass ich nach 2, 3 Monaten die Let's Plays so nacheinander eingestellt habe und mich auf meinen täglichen Vlog konzentriert habe. Nun ist es nun mal so, so viele Zuschauer habe ich auf meinem Kanal nicht. Wie gesagt, ich habe 100 Abonnenten, jetzt sind es glaube ich gerade mal wieder 99. Irgendeiner ist gegangen, ach, welch Trauer. Nun ja, ich werde es überleben. Aber nun ist es halt so, dass ich nicht so viele Views auf meine Videos habe. Wenn ich 5 an einem Tag habe, dann ist das schon sehr viel. Und ich habe einen Stammzuschauer, den Klaus, den grüße ich immer an dieser Stelle, der auch jeden Tag in meine Videos reinschaut und größtenteils auch Daumen nach oben verteilt. Daumen nach unten habe ich nur sehr selten, zwar bei meinen Star Trek Attack Wing Videos habe ich die, aber ja, hält sich nicht die Waage, sondern ist wirklich verschwindend gering. Keine Ahnung, wer das war. Wenn ich das rausfinde, dann ja, weiß ich es halt. Und ansonsten, ja, ich würde gerne wieder ein bisschen mehr erzählen. Mein letztes großes Video war, glaube ich, zum Thema Lesen, was ich jetzt noch an Büchern lese, ob ich überhaupt noch lese. Da kam dann bei raus, dass ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr lese und alles nur noch digital konsumiere und gar nicht die Aufmerksamkeit oder die Zeit habe, mich da mal eine Stunde oder zwei hinzusetzen und in ein Buch zu blättern. Und heute, ja, spreche ich halt frei über die 9 Monate, die ich jetzt bei YouTube aktiv verbracht habe. Es hat an meinem Konsumverhalten YouTube betreffend nicht viel verändert. Also es gibt ja Leute, die verbringen am Tag 2, 3, 4 Stunden bei YouTube und schauen sich ein Video nach dem anderen an. Ich für meinen Fall mache das nur relativ selten, wenn man mir Videos schickt oder ich irgendwo bei Facebook einen Hinweis sehe, aber dass ich jetzt selber gezielt zu YouTube laufe und da mich durch die Videos klicke, ist eher nicht der Fall. Ja, von daher hat sich zumindest mein Konsumverhalten in den letzten 9 Monaten nicht verändert. Es ist natürlich eine Zwanghaftigkeit dazu gekommen, jeden Tag ein Video zu machen, auch wenn es nur 2, 3 Minuten sind, das dann hochladen und so. Und sind es vielleicht 5 Minuten, aber jeden Morgen, das ist schon nicht schlecht. Also das könnte man auch schon als Klatsche oder Störung durchgehen lassen. Also irgendwie zwanghaftes Verhalten, muss ich mal Frank fragen, was der dazu sagt.
Aber wie gesagt, so von Wert ist eigentlich nichts dadurch entstanden. Es ist für mich ein Dokument der Zeitgeschichte zu sehen, wie ich mich verändere oder was ich so an den jeweiligen Tagen ja, getan habe. Also früh nehme ich halt mal auf und erzähle euch, was ich mache an dem Tag und abends schreibe ich dann meinen Tagebucheintrag, was ich wirklich geschafft habe. Ein anderer Gedanke war noch, dass meiner Mutter zum Beispiel zugänglich zu machen, dass sie dann halt ab und zu mal reinschauen kann, was macht denn mein Sohn momentan oder wo treibt er sich denn rum oder. Aber das war irgendwie ihr zu seltsam, kann man das so nennen, seltsam? Ich weiß es nicht. Also sie hat, glaube ich, zwei, drei Videos geschaut, aber irgendwann hat sie auch aufgehört, den Kanal anzugucken, weil im Grunde hat sie ja recht, das ist ja relativ gleichbleibend vom Thema. Der Hans, ein guter Bekannter, sage ich jetzt mal von YouNow, meint auch, wieso machst du das denn eigentlich? Für wen? Warum? Das hat ja gar keinen Wert, keinen Inhalt. Und ich habe mich hier und da mal gefragt, warum machst du das jeden Morgen? Warum sprichst du jeden Morgen da so ein Video ein? Ich würde sagen, größtenteils ist das Gewohnheit. Also ich habe ja so ein Problem, dass da heißt, ich kenne zu viele Leute oder mich kennen zu viele Leute. Das heißt, ich habe nie wirklich für alle gleich viel Zeit. Und das hat hier und da dazu geführt, dass mir ein paar Leute abhanden gekommen sind. Und einer, der Florian, meinte mal, für ihn ist das ja so, als ob er jeden Tag mit mir spricht oder mich sieht zumindest. Er ist immer aktuell informiert, was bei mir gerade so ansteht. Und das ist natürlich super für Leute, für die ich nicht so viel Zeit habe, dass die halt ab und zu auf den YouTube-Kanal gucken können und ja, sehen oder hören oder beides, was ich so gerade treibe. Klar ist das jetzt schön geredet und einen Grund herbeigezerrt, warum man sich das anschauen sollte. Ich glaube, man muss es sich nicht anschauen und die Zahlen sprechen ja auch dafür. Ich bin zwar jetzt bei fast 30.000 Views auf meinem Kanal, das ist für meine Verhältnisse sehr viel. Ich glaube, ich habe mit 15.000 angefangen, also habe ich auch ungefähr verdoppelt. Aber die reichweitenstärksten Videos sind halt wirklich nicht unbedingt die, wo ich jeden Morgen sage: Guten Morgen, hier ist der Sebastian aus Berlin und heute mache ich das und das und das. Das interessiert am Ende keinen. Aber was spannender ist, sind dann so Sachen wie die BVG-Aktion mit der U2, wo Prominente das gesprochen haben. Da bin ich ja die ganze Strecke abgefahren und habe daraus ein Video gemacht. Das hat jetzt, glaube ich, fast 1000 Views, das Video auch nicht die Welt, aber im Vergleich zu den anderen Videos bei mir schon eine Menge. Die Star Trek Attack Wing Videos sind ganz gut angekommen. Also da habe ich auch mehrere hundert Views pro Video. Da müsste ich mal nachproduzieren, da müsste ich mal neue Videos machen. Aber die Zeit und dann. Ach. Nun ja. Ich versuch's, aber versprechen kann ich nichts und ich muss, glaube ich, irgendwann mal meinen Kanal-Teaser auch anpassen. Denn da sage ich ja immer noch großkotzig, Spielevideos und über Filme rede ich und Serien und was auch immer. Das habe ich ja bisher nicht gemacht, also muss ich mal gucken. Andreas hat mich mehrfach jetzt auch darauf angehauen, dass wir doch mal ein bisschen was über Star Trek Attack Wing machen oder Rollenspiel. Er will sich da wirklich mit vor die Kamera setzen und da hakt's oder hapert's eigentlich nur an mir. Das heißt, ich müsste ihn irgendwann mal am Wochenende hierher holen, dann stellen wir die Kamera auf, setzen uns da an den Tisch wie so zwei Kommentatoren und sprechen über Star Trek Attack Wing oder so. Mal gucken, müssen wir uns mal einen Plan machen. Ja, ansonsten, was gibt es so persönlich noch zu erzählen? Ich bin relativ faul geworden, das sieht man jetzt vielleicht noch nicht so krass, aber wenn ich, ne, hier so runtergehe, merkt man schon, es ist wieder mehr an Masse geworden. Also meine 10 Kilo, die ich abgenommen habe im Jahr 2014, da habe ich 5 schon wieder zurück davon. Und auch nur deswegen, weil ich einfach mal ziemlich faul durch die Weltgeschichte laufe momentan. Also ich bin ja seit einem halben Jahr festangestellt, zwar nur in Teilzeit, also 20 Stunden die Woche, aber da ich da meistens vormittags im Büro bin, ja, tue ich mich ein bisschen schwer, noch früher aufzustehen und zum Sport zu gehen. Und wenn man einmal raus ist, ist es eh schwer, da wieder reinzukommen. Also von daher, ich mache jetzt zu Hause ein bisschen Freeletics neuerdings. Ich gehe immer noch zum EMS-Training, zu Body Street und zu McFit versuche ich auch wieder häufiger zu gehen. Aber die Faulwurst in mir hat mich wieder überrollt. Und nach über einem Jahr Sport und Laufen und fit sein und gut ernähren, ist das ein bisschen den Bach runtergegangen, flöten gegangen. Aber da versuche ich auch, ja, noch in diesem Jahr, es sind ja nicht so viele Monate mehr übrig, eine Veränderung herbeizuschaffen. Ja, ansonsten, Arbeit läuft, Privatleben läuft, Gesundheit, alles super. Kann mich nicht beschweren. Ich habe echt ein sehr angenehmes, gechilltes Leben, wenn man das sagen darf, als fast 37-Jähriger. Und ich werde einfach mal schauen, dass ich demnächst wieder ein paar Videos
mache die ein bisschen umfangreicher, informativer, wertiger, wertvoller, wie auch immer sind. Und ja, was ich vielleicht noch verlauten kann, ist, dass ich bei YouNow natürlich immer noch aktiv bin. Nicht mehr so großartig wie noch vor 3 Monaten, aber immerhin. Ich habe es mittlerweile auch geschafft, Level 50 zu werden. Das ist schon wow. Das ist natürlich auch nur irgendwelche Pixel oder Daten in irgendeiner Datenbank. Also nichts wirklich Bedeutendes. Aber da mache ich sehr häufig Spiele-Streams. Also ich nehme die Spiele nicht auf und lade sie als Let's Play bei YouTube hoch. Sondern ich mache dann Live-Übertragungen von meinem Fernseher in einer sehr grottigen Qualität. Zumindest was das Bild angeht. Der Ton ist einigermaßen gut. Ja, und das kommt relativ gut an. Da haben wir jetzt, glaube ich, fast 600 Follower auf dem Kanal. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ich bin seit, glaube ich, 2 Monaten von YouNow als handverlesen, Handpick, wie auch immer genannt worden, für das Thema Gaming. Und das ist ja schon mal ganz gut. Da freue ich mich drüber. Thema Streaming vielleicht auch noch. Bei YouTube ist ja das Thema Streaming, Livestreaming in der Beta-Phase momentan. Das hatte ich letztens mal kurz ausprobiert. Das könnte ein ernsthafter Konkurrent für YouNow werden, denn der Vorteil da ist, dass man nach dem Stream das gesamte Video als ja, Video bei YouTube hochladen kann. Das heißt, wieder mehr Content für den Kanal. Da muss ich mich nur mal ein bisschen genauer mit beschäftigen, weil man irgendwie eine Streaming-Software installieren muss. Das habe ich auch schon gemacht. Und es gibt in dem Sinne keinen Play-Button bei YouTube, sondern sobald die Software läuft, merkt das YouTube und wenn das dann miteinander connected ist, würde der halt automatisch on air gehen. Ja, das ist es. Wir sind jetzt bei 12 Minuten. 15 Minuten mache ich, glaube ich, noch voll. Wie gesagt, 9 Monate bin ich jetzt bei YouTube. Habe meinen Spaß damit, auch wenn es dem einen oder anderen wenig sinnvoll erscheint und mir manchmal auch. Aber ich meine, man verliert ein Stück weit die Aufgeregtheit, die ich am Anfang hatte. Also da bin ich ja immer aus der Puste gekommen und total aufgeregt und aufgedreht. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wie rede ich hier? Mittlerweile bin ich da relativ locker, aber auch nur, wenn ich das alleine mache. Wenn Leute jetzt rumherum sitzen würden oder wenn dann Andreas mal mit dabei ist, dann wird die Aufregung, glaube ich, zurückkehren. Aber auch damit lernen wir irgendwie umzugehen. Ich werde auf jeden Fall noch weitere 9 Monate hier bleiben. Wahrscheinlich viel, viel länger. Mal gucken. Das nächste Special mache ich dann bei 12 Monaten, ein Jahr YouTube. Mal gucken, was ich da noch zu erzählen habe. Und zu meinem Geburtstag, der in 2 Tagen ist, werde ich dann auch noch mal ein kleines Video hochladen und ein bisschen was erzählen über das Leben eines fast 40-jährigen Nerds in Berlin. Gut, dann danke ich euch mal wieder fürs Zuschauen. Ich bin jetzt gleich mal sehr gespannt, was die Tonqualität angeht. Ich habe hier so ein externes Mikro da oben drauf gesteckt. Hatte zwar vorhin noch rumprobiert mit dem Laptop und dem Samsung-Mikro da rumzuschrauben, aber das war mir dann wieder alles viel zu aufwendig, denn wenn ich jetzt Bild und Tonspur wieder voneinander trenne, dann sitze ich wieder 1/2 Stunde, bis das Video dann so weit synchron ist, dass Bild und Ton auch zusammenpassen. Und so, nun ja, ist der Ton vielleicht nicht das Beste, aber einigermaßen verständlich. So, ich werde jetzt mich verabschieden und hoffe, dass das nächste Video von meinem Spielregal nicht allzu lange sich warten lässt. Ich danke euch fürs Zuschauen, ihr 99 Abonnenten da draußen. Gebt mir Kommentare, gebt mir Feedback, sagt mir irgendwie, was ich anders, besser oder neu oder noch dazu machen soll. Der Einzige, wie gesagt, der viel schreibt, ist der Klaus, mit dem schreibe ich da immer hin und her, aber sonst, okay, ich habe hier und da mal einen Kommentar gekriegt, so nach dem Motto, wow, so lang und beständig machst du jetzt jeden Tag ein Video. Da war auch nicht die Qualität das Thema, sondern einfach nur die Quantität. Und wie gesagt, ich freue mich über irgendwelche Kommentare von euch, wenn ihr was schreibt auf meinem Kanal. Es gibt ja auch den Diskussionsbereich, der sich dann nicht auf ein einzelnes Video bezieht, sondern auf den Kanal als solches. Und wenn ihr mir da irgendwas hinterlassen könntet, würde ich mich sehr freuen. Und in diesem Sinne sage ich einfach mal einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr das Video schaut. Und dann bis demnächst.